So, weiter geht es hier, damit der Livestream. Wir haben die Zeit genutzt, um ein bisschen zu planen. Gun und Kirby und ich werden... Beziehungsweise, ich wollte auf jeden Fall noch Mario Party Let's Playen, weil ich das nämlich echt geiles Spiel finde, gerade den ersten Teil. Und wir haben gerade noch ein paar Leute im Livestream zusammengefunden, mit denen ich das dann... Oh, das kann man spielen werde. Das meine ich mit Wendekreis. Oh nein. Oh, ist jetzt... Hallo. Alla. Hallo, Felsblock. Ah, verdammt nochmal. Nerv mich nicht ab, Dude. Spring doch, wenn ich drücke. Peter, ey, Peter. Och, keiner hat den hier. Na, ja, war doch noch was. Ich hab schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich diesen Sprung völlig vergessen hab. Und hopps. Schnell. Die gefährlichsten Gegner aller Zeiten. So, wir gehen jetzt erstmal ganz... Ich werde jetzt erstmal, bevor ich irgendwas anderes mache, den ganz regulären Stern oben holen. Also sprich dieses... Moment. Also ich wollte mich eigentlich von oben sehen, aber ich weiß gerade nicht, welche Kameraeinstellung das ist. Dieses erreiche den höchsten Punkt der Pyramide oder wie auch immer dieser Stern heißt. Das Pyramidenrätsel kann ich dann immer noch lösen. Wow. Ich werde immer wieder gefragt, warum Kimmelkundung sich jetzt Tidal Tempest nennt. Und kann er sagen, warum fragt ihr mich das? Ich habe keine Ahnung. Ich wollte eine Abkürzung nehmen, das hat aber leider nicht so gut geklappt, ich dachte. Oh nein. Ruhig und Opa. Oh Mann, oh! Hör auf damit! Ich hab nur den einen Körper! Oh, scheiße! Es kommt nur durch den blöden... Oh. Wer hat das kommen sehen? Miyamoto hat das kommen sehen. Und hops, und hops. Und hops. Ich bin immer froh, wenn der Doppelsprung funktioniert. Ach, ich hab inzwischen noch erklärt, warum Elektro-Gegner... Du. Ah, ich glaube, wir sind gleich oben. Lieber langsam und gemächlich am Ziel ankommen, als schnell irgendwo gegen die Wand zu klatschen. Das Ding denkt sich die Homo. Was? Das Ding denkt sich die Homo. Nix. Für all die, die es nicht wissen, ich bin ja auch am männlichen Geschlecht interessiert. Oh! Deswegen finde ich Homo-Witze tatsächlich sehr unpassend in meinen Let's Plays. Wer war denn das denn? Wen muss ich gleich mal aus dem Livestream verbannen? So. Begib dich in die Pyramide. Ach, das war tatsächlich die Aufgabe. Ich dachte, jetzt gebe ich nochmal so einen extra Teil. Was ist denn, was kommt jetzt? Ich würde gerne auf 60 Sterne kommen in dieser Folge, aber das, dann müsste ich 8 Sterne holen noch. Lande auf allen 4 Säulen. Danke. Den Spaß hatten wir ja schon mal. Wolltest du nicht mit ihm MP aufnehmen? Ich hab ihn doch nicht geblockt, ey. Mensch, Leute. Der kann auch keine Spaß verstehen. Spaß, der Verstehende. Oh, und ups. Sehr schön. Wieso geht das nicht? Früher ging das immer mit dem Cooper-Panzer. Ich bin doch nicht völlig behindert. Das ging doch. Ich fahre hier hin. Fahr da hoch. Einmal. Zweimal. Ich wusste doch, dass das geht. Au! Aber irgendwie will es am Ende dann nicht mehr. Kein Plan, warum. Move! Hoch! Gut, sag ich, hab doch. Nee, ich wollte jetzt gerade so einen epischen Sprung erwarten, aber nö. Mario hatte da einen anderen Plan. Weg. Nein. So, wir denken an den Shy Guy diesmal. Scheiß Shy Guy, ey. Leben! Was, die Kamera drehen? Und hoppa! Hoppa, Mario Style! Das war eigentlich, nein! Komm schon! Oh, mit dem Hechtsprung gerettet! Nein! Was mache ich da? Bin ich Idiot? Frage beantwortet. So, was kommt jetzt? Achso, ich glaube, jetzt kommt... Es gibt gar nicht viele Nicht-Bowser-Bosse in diesem Spiel. Und jetzt sehen wir einen davon. Ich war da mal total geschockt, dass es noch einen Boss außer Bowser gibt. Im übertragenen Sinne. Ich weiß aber gerade nicht, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich da, glaube ich, nochmal rein. Passen wir einfach mal auf, dass wir jetzt hier nicht sterben.
Oh mein Gott! Wisst ihr, das sind Meisterhände. Wisst ihr, wie man sie noch nennt? Rocky! Versteht ihr? Rocky! Oh nein! Oh oh. Also so sind die bestimmt nicht gedacht. Nicht runterfallen. Oh, die eine hat es besiegt. Wow! Was war das? Wieso habe ich die... Hä? Wir sind besiegt, du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden, nennen wir es dann diesen Stern. Den wir jetzt schon seit zigtausend Jahren hier aufbewahren, obwohl es diese Dinger eher seit einer Woche gibt. Ich meine, so lange wird Bowser ungefähr schon sein Unwesen treiben. Kann das nur... Was? Die Hände, oder? Bam, bam. Das kann nur LTF eine Frage stellen und die Frage mit der Frage an sich beantworten. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Hops, ich würde euch gerne die Kommentare zeigen, die ich so im Chat hier sehe, aber ich weiß leider nicht, wie ich das einblenden soll. Und hat auch keine Lust, das hier so lange auszuprobieren. Oh ja, oh Mann, darauf habe ich richtig Lust. Im Übrigen kann man hier, glaube ich, auch versinken. Mir war irgendwie so, dass er hier so allmählich versinkt, also auch im normalen Sand, aber... Nö, vielleicht irre ich mich auch. Und wir machen wieder die LTF-Technik. Scheißegal, wie peinlich das ist. Ich habe nur Sand in der Unterhose. Und in noch tieferen Gefilden meines Körpers. Du-du-du. Also ganz ehrlich, wie geil, wie peinlich das eben aussah, der Abgang ist gut. Oh scheiße, jetzt muss ich noch die anderen 7 roten Münzen sammeln. Wo waren die denn um Himmels Willen? Da ist eine. Ich glaube im Felsen ist glaube ich auch eine. War das nicht so, oder waren hier nur Münzen drin? Ich glaube, da können überhaupt gar keine roten Münzen drin sein. Ah, ich sehe gerade, hinten auf der Plattform sind welche. Ich muss dieses Let's Play leider abbrechen, sonst gibt es auf Video einen Let's Player, der sich von einem Goomba treffen lässt. Oh, scheiße, ich muss fliegen. Na, da habe ich ja richtig Bock drauf. Nein, ich will aufhören! Geh runter da! Hör auf! Ich will runter aus dem scheiß Panzer! Bön, 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 bön. Mäun. 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 Pass auf, das hier geht als Kante. Ah! Alles gut, ich lebe. Ich bin glücklich und ich bin am Leben. Ich bin glücklich für ihrem Leben. Egal was davon Glück. Das Wichtige ist, ich habe beides. Toll, die letzten 4 sind in der Luft. So, die Kanone haben wir schon aktiviert. Komm ich da hoch? Nein, natürlich nicht. Ah! Habe ich ja Bock drauf. Jetzt darf ich da ganz hinten in die Ecke mich bei der Kanone abfeuern. Lass mich! Lass mich! Blub, blub, blub. Meine Mütze. Komm, das ist selbst eine Mütze, ey. Die gibst du 3 Euro bei Aldi. Lass mich. Hau ab. Kudunk. 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 Du machst mir keine Angst mit deinen 17 Tonnen. Ich habe eine 18 Tonnen Mutter. Da kommst du nicht gegen an. Nein! Oh nein, nicht schon wieder. Ich hasse dich. Block. Ehrlich. Kann die Kamera mal ein bisschen mehr zur Seite gehen? Ich sehe irgendwie nicht so richtig, wo ich hinrenne. Nicht dein Ernst, oder? Puh. Hawabanga! Ich lebe. Ich lebe. Oh ja, oh ja, oh ja. Heute frisst uns kein Treibsand. Heute frisst uns kein Treibsand. Ich bin am Leben. Was? Mit Howard Hollowitz verwandt? Ach so, Howard. Hollowitz. Wow, 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 Gott. So wie du Witze erzählst, weinen andere. Ich hasse es, mit Mütze zu fliegen und kleine dumme Münzen einzusammeln, weil ich nicht kann. Oh ja, weil ich nicht kann. Haha!
Irgendwie glaube ich, hätte die Münzen zuerst holen sollen, weil dann hätte ich die anderen einfach nur in Ruhe holen können. So, wir fliegen mal zurück, weil die hört mich gleich auf zu wirken. Bam! Perfekt. Noch zwei und dann muss ich zurück zur Plattform. Bam! Und ka-chow! Ich bin so aufgeregt, ich will die Rotmünzen holen. Japan! Zoch, zoch, zoch! Na! Runter, runter! Runter, hoch! Na! Penner! Vorsicht, nicht gegen die Wand ditschen, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, klau mir im Flug meine Mütze, das wäre es überhaupt. Ich glaube, ein, zwei Runden schaffe ich noch. Orientierung. Orientierung wird überbewertet. Bam. So, jetzt muss ich es nur noch dahin schaffen, ohne zu sterben. Oh, bitte halte noch über die Wüsten, über diese Treibsandfelder. Ich steuere den Stern an, so langsam ich eben kann. Komm schon, perfekte Landung! Boom, wie ein Flugzeug! Ember, ich liebe dieses Spiel. Bam! Ja, nur das ran. Kannst mich mal. Oh mein Gott. Woohoo! Friss meine Shorts, ey, das macht Spaß. Löse das Pyramidenpuzzle. Okay, jetzt müssen wir nochmal in die Pyramide rein. Und da haben wir jetzt dieses Vier-Dingens-Rätsel. Ich hoffe immerhin 55 Sternen. Wow. Ich habe zwar einen 200-Euro-Emulator hier. Keine Ahnung, wie dieses Ding heißt. Dieses Altapa Hatabuta Apata. Mit dem man HD-Geräte aufnehmen kann. Also ich könnte theoretisch mit einem HD-Kabel die Wii, also Galaxy, aufnehmen. Also ohne mir dafür einen dusseligen Emulator zu besorgen. Moment. Ich will oben rein. Scheiße, werde ich die Säulen aktivieren müssen. Oh, oh, oh. Teil und hab daneben. Jetzt mal, da stirbt ein Shot. Ein Shot, ja, als wenn ich mich hier blau trinke. Ne, Mario Sunshine finde ich tatsächlich nicht so Let's Play würdig. Es ist ein nettes Spiel, ganz ehrlich, nur so zwischendurch. Aber es muss sich leider mit Mario 64 vergleichen und daran scheitert es einfach gnadenlos. Oh, toll. Mario, ich will nicht, dass du da rumkrabbelst. Ich glaube, wir machen denn das nächstes. Ich glaube, wir haben unten alle bis auf die grüne Giftgrotte. Die grüne Giftgrotte werde ich allerdings als letztes machen. Oder als vorletztes. Ich glaube, meine Hassreihenfolge geht in etwa so. Regenbogenraserei ist das Schlimmste, dann grüne Giftgrotte und dann Tic-Tac-Trauma. Also wäre ich Tic-Tac-Trauma als vorvorletztes, die grüne Giftgrotte als vorletztes und die Regenbogenraserei als letztes machen. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin von den... Ich schreibe gerade einen in den Kommentaren. Mario Galaxy 2 ist das beste Spiel nach Mario 64 oder neben dem Spiel. Kann ich nicht bestätigen, zumindest was Mario Galaxy 1 betrifft. Ich finde Mario Galaxy 1 extrem langweilig. Leider, ich bin da wahrscheinlich jetzt komplett ausgeliefert als Aussätziger. Aber ich habe mir das von durchgehend am PC ausgeliehen und spiele das aktuell. Mal mehr, mal weniger aktiv, nur so für mich. Und es ist brutal langweilig. Es ist einfach ultra langweilig. Man hat immer nur einen Stern, man rennt eine Mission nach der anderen durch. Und ich denke immer so, und dann Spiel halb durch. Mir fehlen jetzt aber nur noch 10 Sterne oder so. Da ist mich zu hoch. Allerdings, ganz ehrlich, dafür mag ich auch Spiele, die andere als komplett langweilig bezeichnen. Ja, Kamera, ich liebe dich. Kamera, ich liebe dir. Dein dämliches, arschgewitztes Ding kannst du dir ja nicht mehr sparen. Ha! Kein Sand. Da ist der Fleck, da fängt der Sand an, okay. Kamera! Oh, was? Ich wollte eigentlich drunter durch, aber das hat jetzt nicht so gut geklappt. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Das ist die nächste Plattform. Da ist die nächste Plattform.
Also diese eine Kugel da, die macht mich irgendwie nervös, obwohl das glaube ich nur die Leitschiene ist. So, wo ist die nächste Plattform? Lass mich gerade wieder auf der anderen Seite. Ja. Nein! Na, ich da auch noch runter. Ich muss unbedingt den Rückwärtssalto hinbekommen. Achso, Moment mal. So, jetzt wieder auf die Kante hoch. Ich muss unbedingt den Rückwärtssalto hinbekommen, dann kann ich da hoch. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mache jetzt keinen Schnitt. Ich will das unbedingt noch schaffen. Komm schon, Mario, mach den. Mach dieses komische Rückwärtszeiten-Dingens. Kamera, bleib doch mal stehen. Es funktioniert, ich weiß, dass das klappt. Von der Höhe her sieht das adorabel aus. Adorable. Ah Gott, Kamera, ey. Versuch ich doch, du Nasenpeter-Missgestalt, ey. Aber mit dem blöden Controller macht er das immer nicht. Hey, das ist der Controller, was seht ihr? Ah, nein, komm schon, mach den Scheiß! Ganz ehrlich, ich krieg gleich einen richtigen Ausraster. Wenn die Kamera stehen bleibt, einfach so stehen bleiben würde. Kein Thema. Wäre er die Pyramide ganz normal wieder hochgelaufen, wäre längst fertig mit dem Quest. Also ich probiere mal den ganz normalen Rückwärtssalto. Komm, hoch da! Ne, es muss schon der richtige Seitwärtssprung sein. Oh komm, Mario, nerv mich doch nicht ab! Ich mache jetzt keinen auf Mirko und raste komplett aus. Das gebe ich mir nicht. Ich werde das jetzt auf diese Art und Weise machen. Mario, ich könnte echt ein Föhn, wenn du mir nicht gehorchst jetzt. Du sollst dich nicht drehen, du verdammter Wichser, ey! Du sollst den verkackten Seitensprung machen. Toll, je wütender ich werde, desto ungeduldiger werde ich. Kamera. Er macht es nicht! Wieso bremst der Hurensohn nicht? Bremst der Hurensohn nicht. Das meine ich, er soll doch nur diesen verkackten Sprung machen. Der wahrscheinlich sowieso nicht hoch genug, aber ich will das jetzt da drauf schaffen. Ne, reicht nicht. Ja, gut. Aber er hat es wenigstens einmal gemacht, dieser verfickte Hurensohn, ey. Das reicht nicht. Es geht gleich noch 5, aber der 6. fehlt. Dann muss ich da den ganzen Weg nochmal hochrennen. Wuhu, macht Spaß, ja! Oh, na toll. Ich weiß, was Mirko machen würde. Und ich weiß, was mir durch den Sinn geht. Aber ich werde es nicht tun. Ich werde nicht rumschreien. Ich mache einfach einen Schnitt und bin glücklich.